Bist du bereit? Wie kann man denn für so einen Scheiß bereit sein? Du holst jetzt deine Serie zurück. Da musst du bereit sein. Du hast recht. In die Scheiße greifen, Form und in die Sonne stellen. Was? Nix. Bist du wirklich bereit? Mann, warum fragt mich das jetzt jeder? Weil es wichtig ist. Das geht hier nicht nur um den Kampf. Das geht vor allem um den Kampf da drin. Das ist dein größter Gegner. Okay? Also, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Bist du wirklich bereit? Ja. Okay, dann gehst du jetzt da hoch und zeigst dir, wer du bist. Okay, los, hoch da. Nicht schon wieder, Tofu. Hoffentlich wird es diesmal besser als ihr Werbespot. Keine Sorge, das wird schon. Deine Tochter hat was drauf. Eltern wissen doch, wenn ihre Töchter was drauf haben, hm? Von dir will ich jetzt keinen Kommentar dazu hören, okay? Okay. Leute, es geht los. Sehr gut. Also, ich verkackte das nicht. Das boxt den Promi. Was willst du denn da verkacken? Herzlich willkommen zur Pressekonferenz von Box den Promi, der Pressekonferenz, auf der ihr die Fragen stellen könnt, unter den Hashtags Box die Cilla und Box die Jessica. Ja, in diesem Sinne, let's get ready to bitchfight. Und hier kommt Frage Nummer 1. Und die geht an Cilla. Musst du so einen Scheiß jetzt machen, weil dein Ex dich nicht mehr finanziert? Was denn? Bist du eifersüchtig, weil deine Mama dir dein Taschengeld gestrichen hat, oder was? Bam, in your face. Warum macht die so einen Scheiß? Ja, weil sie es kann. Ich muss doch arbeiten. Ja, aber doch nicht sowas. Ey, Leute, Mann, wir sitzen am Samstagnachmittag vorm Fernseher und gucken... Box im Promi. Ja, genau. Vielleicht sollten wir so ein bisschen den Ball flach halten. Die nächste Frage geht an Jessica. War Promi immer dein Traum oder warst du einfach zu schlecht in der Schule? Nach 8 Wochen Villa in Südafrika lernst du Dinge, die dir keine Schule beibringen kann. Und wir können uns alle vorstellen, was das ist. Nächste Frage, und zwar für Cilla. Was war das Peinlichste, was du jemals gemacht hast? Warum reden die mir erst? Mann, die sollen boxen. Sei froh. Du hast doch mehr aufs Reden vorbereitet als aufs Boxen. Nee, ich habe sie aufs Zuhören und Verstehen trainiert. Das ist ein Riesenunterschied. Ah, ja. Aber erinnert sich nicht. Klitschko gegen Luis. K.O. durch Zuhören in der 5. Runde. Sehr witzig. Und die nächste Frage wieder für Cilla. Kein Job mehr, kein Freund mehr und jetzt box den Promi. Geht's noch tiefer? Krieg doch mal dein Leben auf die Reihe. Ja, das nenne ich dann mal einen klassischen K.O. Ich hoffe, dass der Kampf das hält, was die Pressekonferenz verspricht. Und in diesem Sinne, wir sehen uns alle beim Kampf. Vielen Dank. Stopp, ich möchte noch was sagen. Nein, es wird keinen Kampf geben, okay? Jessica, es tut mir leid, aber ich kann das nicht machen. Ich werde mich nicht länger demütigen lassen, nur um ein paar Drehtage zu bekommen. Ich habe diesen Job angenommen, weil ich Schauspielerin sein wollte. Aber dieser Traum wurde mir weggenommen. Ja, vielleicht habe ich auch selbst dazu beigetragen. Ich habe krampfhaft versucht, in der Presse zu bleiben, weil ich nicht vergessen werden wollte. Ja, und vielleicht habe ich es jetzt verkackt. Aber dann ist es so. Und wenn du mich jetzt nicht mehr besetzen willst, dann scheiß ich drauf. Aber ich prostituiere mich nicht mehr für so einen Scheiß hier. Es tut mir leid. Aber ich bin mir sicher, da draußen gibt es ein Mädchen, was gerade zu Hause auf ihrem Sofa sitzt und ihre eigenen Postings liked und die sich genau das hier wünscht. Aber ich bin's nicht. Siehst du? Schon eine coole Sau, ha? Das ist meine Cilla, ja! Tja, am Ende hören sie dann doch alle auf mich. Hey, was hast denn du damit zu tun? Einiges. Einiges. Ja, aber was arbeitet sie denn jetzt? Sie muss doch arbeiten. Quatsch. Hat doch schon gezeigt, dass sie auch ohne kann. Tja, das war dann wohl der größte Fehler deines Lebens. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ziemlich sicher. Lass mal gut sein, ja? Mach ich. Keine Sorge. Ach, sag mal, hast du noch andere Klienten in deiner Agentur? Mhm. Schön. Dann schwing deinen Arsch ans Telefon und erklär ihnen, dass unser Sender ab heute für sie geschlossen ist. Tut mir leid. Ah, alles gut, alles gut. Hey! Hey, sei mir nicht böse, aber ich will gerade kein Foto machen. Will ich gar nicht. Ich bin stolz auf dich. Ich auch.
Was machst du denn hier? Wir haben deine PK geschaut. Die anderen sind schon weg. Das, was du gesagt hast, das war gut. Fand der Sender überhaupt nicht. Scheiß auf den Sender. Sie haben die Camp Desert-Anfrage zurückgezogen. Ja und? Wolltest du doch eh nicht machen. Ja, ich weiß. Aber es war trotzdem schön, Plan B zu haben. Ich fliege am Montag für 2 Wochen nach Nepal. Ich drehe eine Doku. Wenn du Bock hast, komm noch mit. Was? Wir zwei? Und was mit Wilma? Ist mir eigentlich ziemlich egal. Sag mal, der Zettel. Hast du das ernst gemeint, was da drauf stand? Ja. Jedes Wort. Ja? Hey Silla, Philipp hier. Hey. Ich habe deine PK gesehen. Oh Gott, ja, das war überhaupt nicht geplant. Nee, nee, alles in Ordnung, alles super. Du, ich habe hier jemanden, der möchte mit dir reden. Ich verbinde euch mal. Hey Silla, Philipp hat mir deine PK geschickt und ich muss sagen, gefällt mir, was ich da gesehen habe. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ja, gerne. Kannst du mir die Nummer von Jessica Paschka besorgen? Bitte was? Einmal nur Spaß. Ich möchte, dass du in meinem Film dabei bist. Das ist genau das, was ich suche. Was sagst du? Ja, natürlich. Dann, ich sage, sehen wir uns nächste Woche am Set. Ach. Oh mein Gott. Der hat mir gerade eine Rolle angeboten. Ja, ist doch mega. Das heißt kein Nepal.